Bundesjahr 2019. Gemeinsam sind wir stark. Das klingt nicht nur gut, sondern trifft auch den Grundgedanken des diesjährigen deutschen Mannschaftswettbewerbs im Schwimmen der Jugend bestens. Am vergangenen Wochenende trafen sich 10 Berliner Schwimmvereine an der Landsberger Allee, eingeladen wie immer vom Berliner Schwimmverband, um sich in 5 verschiedenen Disziplinen zu messen. Junge Schwimmerinnen und Schwimmer zwischen 9 und 17 Jahren gingen an den Start, doch was vor allem im Mittelpunkt stehen sollte, war der Teamgedanke. Es ist einfach das Feeling beim Training und die Freundschaft, die man da hat und die Freunde, die man trifft. Weil sonst schwimmen wir immer alle gegeneinander und jetzt schwimmen wir alle miteinander. Und es jeder trug seinen Teil bei, egal ob auf der Brust, Rücken, Schmetterling oder Freistilstrecke oder einfach am Beckenrand beim Anfeuern und Unterstützen. Staffelmeisterschaften haben wir den ganz großen Vorteil, dass jeder nicht nur alleine an den Start geht, sondern wir als Team füreinander kämpfen und wir hier die Möglichkeiten haben, Kollegialität, Kameradschaft, Ehrgeiz im Team zu entwickeln. Beim Mannschaftswettbewerb wird anders mit Fehlern umgegangen als beim Einzelstart. So darf die Staffel den Lauf bei einem Wechselfehler einmal wiederholen. Am Ende des Wettkampfes werden die Zeiten der jeweiligen Mannschaft zusammengezählt. Jeder leistet einen Beitrag also für das Endergebnis. Besonders durch solche Wettbewerbe lernen die jungen Athleten, was es heißt, als Team zu funktionieren. Für uns im Team zu schwimmen heißt, dass wir uns gegenseitig motivieren, schneller zu sein als der andere. Im Team schwimme ich immer schneller, weil man es nicht nur für sich, sondern für die ganze Mannschaft tut. Und man freut sich halt auch als Mannschaft, wenn man gewinnt. Wir als Trainer sind ganz begeistert, wenn wir sehen, also, dass die funktionieren wie eine Mannschaft. Und jetzt noch werden wir uns also für deutsche Finale, also für Bundesfinale qualifizieren. Das macht Spaß. Für die besten 3 Mannschaften jeder Altersklasse gab es Medaillen. Zudem dient der Wettbewerb als Qualifikation für die Endkämpfe, die im Jahr 2020 stattfinden. Und natürlich, ist ja klar, durfte der Spaß auch nicht zu kurz kommen.